die deutsche Sprache wird nur Erotik in so einem Munde. Luftaufzichtsbaracke. Dieses Candomblé finde ich wahnsinnig schön, weil das schließt keine andere Religion aus. Also du kannst da dabei sein, wenn du Buddhist oder katholisch oder Muslim bist, das spielt überhaupt keine Rolle. Das hilft natürlich, dass es nicht fanatisch wird. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, das toll zu finden, ja. So viel Disziplinlosigkeit muss doch sein. Ja, hoffentlich fliegen sie. Bestimmt, das kommt darauf an, wie man sie wirft. Ja, sehr gut. Klingt ja sehr katholisch, was Sie da berichten. Macht Sie richtig sympathisch. Das heißt, Sie sind schon aus der Kirche ausgetreten? Ich war noch nie. Ach so, ja, sehen Sie, das ist... kein Wunder. Vermutlich neige ich dazu, immer Ihnen zu folgen. Es wären dann aber niedrige Beweggründe. Wollen wir gleich mal... Das war jetzt eine klassisch protestantische Auffassung. Also, wie sieht's aus? Haben Sie eine chaotische Seite? Muss ich mich hier zur Wahrheit bekennen? Wollen Sie schon wieder? Sie sollten doch, ich sollte doch ganz spontan, ja, dann natürlich, dorthin gehen, wo es mich hinzieht. Ja, okay. Das ist die klassische weibliche Rolle, ja. Dienen sollte eigentlich jetzt konsequent sein für Sie. Ja? Ah ja, also gut. Vereint zusammen. Aber weißt du, dass Eitelkeit Oshuns wichtigste Eigenschaft ist? Also, oh, da bin ich ja richtig gelaufen. Du bist wirklich richtig gelaufen. Ich glaube, es wird noch ein interessantes Nachgespräch. Petita Egasio, Markus Schmitz, Andreas Bücklein, Oskar Bücklein und Dr. Bernhard Buch, vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal.